So, hallihallo. Heute nehme ich mir mal Full Throttle oder Vollgas vor. Diese Remastered-Version, die vor einiger Zeit rauskam. Und ja, dann wollen wir mal gucken, ob ich das noch lösen kann. Ich habe das ganz, ganz früher mal mit so alten DOS-Disketten noch gespielt. Von LucasArts hat man ja irgendwie so alles gespielt, dann was man in die Finger gekriegt hat. Und dann, weiß ich nicht, versuche ich doch heute mal das hier so in Angriff zu nehmen, dass ich nicht so völlig doof hinter dastehe. Wollen wir mal gucken. So, muss ich erstmal sehen. Ja, machen wir beenden. Bonusinhalte, Hilfe und Optionen. Was heißt denn Hilfe? Jetzt schon? So wird gespielt. Ne, Steuerung, Einstellungen. Was kann ich denn einstellen? Okay, Untertitel an, aus. Ich mach's mal an, falls jemand Lust hat mitzulesen. Sprache Deutsch. Klar, Gameplay Remastered. Kann ich da eventuell auch sogar die alte Version spielen? Ich vermute es mal. Und dann gehen wir mal zurück und gucken. Neues Spiel, legen wir mal los. Bin ja sehr gespannt, ob ich das noch auf die Reihe kriege. Immer wenn ich Asphalt rieche, denke ich an Maureen. Das letzte, woran ich mich erinnern konnte, bevor mir schwarz vor Augen wurde, der schwere Geruch von Asphalt. Und das erste, was ich sah, als ich aufwachte, war ihr Gesicht. Sie sagte, sie würde mein Bike wieder in Ordnung bringen. Umsonst, ohne Haken. Aber ich hätte wissen müssen, dass die Dinge niemals so einfach sind. Ja, wenn ich an Maureen denke, denke ich an zwei Dinge. Asphalt und Ärger. Ritburger, Sie sind ja total verblödet. Mr. Corley, hören Sie sich meinen Plan nur einmal an, meine Vision. Ich kenne Ihren Plan, Ritburger. Sie warten, bis ich abkratze, um dann meine Firma zu übernehmen. Oh, Sir, das ist nicht Ihr Ernst. Ich warte nicht darauf, dass Sie das Zeitliche segnen. Sie wissen, dass ich Sie nie leiden konnte, Rip. Aber Sie haben den nötigen Geschäftssinn und Killerinstinkte, das respektiere ich. Oh, danke sehr, Sir. Aber diese neueste Idee von Ihnen, auf unserer Aktionärsversammlung vorzufahren, zusammen mit einer Motorradgang. Wen wollen Sie eigentlich zum Narren machen? Die Aktionäre natürlich, Sir. Das ist gute Werbung und könnte unserem Image nicht schaden, wenn man uns zusammen mit echten Kunden von Corley Motors sieht. Was wissen Sie schon von unseren Kunden, Adrian? Sie haben doch selber noch nie auf einem Motorrad gesessen. Sie wissen, dass ich sehr gerne damit fahren würde, Sir, wenn ich nur nicht diese Gleichgewichtsstörungen hätte, dieses Problem im Innenohr. Ach, Ihre Ohren sind völlig gesund. Aber das, was dazwischen steckt, beunruhigt mich. Jungs, mit denen ich wirklich gern mal fahren würde. Los, gib Gas, ich will wissen, wer das ist. You need
Hey Ben. Mhm. Weißt du, Ben, wir sind pleite. Ja? Wenn uns nicht bald ein paar Kröten über den Weg laufen, haben wir ein großes Problem. Nur die Ruhe. Ich habe so ein Gefühl, irgendwas läuft uns über den Weg. Ich meine was Großes. Ich glaube, Sie bleiben lieber hier, Rip. Der Laden ist nur für Biker zugelassen. Also schön. Wer von euch ist über mein Auto gefahren? Weshalb braucht er da drinnen nur so lange? Vielleicht hat sich der alte Corley Ärger eingehandelt. Ja, vielleicht haben sie ihn mit nach hinten in den Hof genommen und ihm dann eins übergebraten. Hm. Eine hübsche Vorstellung, aber wohl nicht sehr wahrscheinlich. Ich glaube, er wird sie mit ein paar Geschichten aus der guten alten Zeit zu Tode langweilen. Aber Malcolm, ist das nicht illegal? Nein, damals war es das noch nicht. Also, mit wem fährst du heute? Er fährt mit mir. Obwohl ich davon überzeugt bin, dass er viel lieber mit Ihrem kleinen Club fahren sollte. Ich habe Ihnen doch gesagt, Sie sollen im Wagen warten, Ripburger. Ich habe mir gedacht, dass Sie vielleicht etwas Hilfe bei den Verhandlungen brauchen, Sir. Was für Verhandlungen? Ja, wir sind hierher gekommen, um Ihnen und Ihren Männern Arbeit anzubieten. Mr. Corley würde sich freuen, wenn Sie ihn zur alljährlichen Corley Motors Aktionärsversammlung begleiten. Sieht das hier für Sie aus wie eine Begleitagentur? Für Ihre Bemühungen würden Sie natürlich eine entsprechende Vergütung erhalten. Wir sind nicht interessiert. Es sieht aber sehr danach aus, als könnten Sie das Geld wirklich gut gebrauchen. Hören Sie, ich sagte, wir sind nicht zu mieten. Die Polecats kann man nicht mieten. Auch nicht, wenn das Malcolm Corleys letzter Wunsch wäre? Ripburger, jetzt reicht es, ich werde Sie... Warte eine Sekunde, Malcolm. Wenn es dir nichts ausmacht, würde ich mich gerne mal kurz mit Mr. Ripburger vor der Tür unterhalten. Ausgezeichnete Idee. Der Arzt sagt, dass er nur noch wenige Monate zu leben hat. Das sind für uns alle schlechte Nachrichten. Er ist nicht nur ein netter Kerl, sondern er ist auch der letzte Motorradhersteller, den es hier gibt. Was passiert mit Corley Motors, wenn er stirbt? Keine Sorge, ich habe einen Plan. Und wenn Sie uns zur Aktionärsversammlung begleiten, werden Sie herausfinden, was ich vorhabe. Keine Chance, Ripburger. Die Polecats sind keine Typen zum Mieten. Wenn Sie ein paar Muskeln kaufen wollen, sollten Sie die Rottweiler finden. Der alte Mann sagt, er will die Polecats oder gar nichts. Ich schätze, dann kriegt er wohl gar nichts. Hm. Und das ist Ihr letztes Wort? Das ist es. Hören Sie zu, ich mache Ihnen noch ein allerletztes Angebot. Bolus, nimm die Jacke und schwing dich auf sein Motorrad. Wir müssen uns um diesen Doppelzentner Abschaum kümmern. Es muss wie ein Unfall aussehen. Diese extra steife Krawatte denkt tatsächlich, ich würde ihm die Kontrolle über Corley Motors überlassen, wenn ich gehe. Mann, der kann sich auf eine Überraschung freuen. Hey, wo will Ben denn hin? Ihr Kollege hat sich entschlossen, unser großzügiges Angebot doch noch anzunehmen. Er wollte schon mal vorfahren, um sich die Strecke anzusehen. Tatsächlich. Also gut, Jungs, dann wollen wir mal. Okay, jetzt liefert mir das Spiel hier nochmal die Steuerung. Naja, Motorrad steuern. Stimmt, so eine Szene gab es ja auch noch. Da muss man irgendwie so hinter links, rechts, was haben wir denn da? Gehen, ganz normal. Ja, Inventar öffnen mit rechter Maustaste. Shift, Objekte hervorheben. So eine Art Hotspot-Anzeige gab es doch früher, glaube ich, gar nicht. Was haben wir noch? Kommentar abspielen. Render-Modus wechseln. Was soll das denn sein? Da bin ich jetzt ein bisschen überfragt. Mal gucken, was haben wir denn noch? Ach, guck an. Ich kann den ganzen Spaß mit einem Controller spielen. Das war mir gar nicht so klar. Wäre das vielleicht besser? Aber das ist okay, ist ein PlayStation-Controller, den habe ich nicht. Warum gibt es das jetzt nicht für den anderen? Das ist doch wahrscheinlich
Ist doch wahrscheinlich ähnlich, ne? Das hier wäre das Steuerkreuz bei dem. Könnte ich eigentlich mal versuchen bei einem der nächsten Versuche. Also, oder heute mache ich das jetzt mal nicht. Dann schließe ich meinen Controller an und gucke mal, wie sich das damit steuern lässt. So, irgendwie sieht mir das alles nicht so wirklich nach. Mit Shift, das testen wir mal. Aha, okay. Wird so gehighlightet. Dann gucke ich mal ganz kurz, ob ich die vielleicht Lautstärke hinter noch ein bisschen höher drehe, weil ich ja nicht die ganze Zeit kommentieren mag. So. Und ist das hier wirklich der Remastered-Modus? Muss ich mir mal, also speichern könnte ich sofort. Wo waren denn nochmal die Optionen? Hier unten. Hä, das ist irgendwie. Grafikqualität automatisch. Niedrig, mittel, hoch. Stellen wir mal hoch. Machen. Was passiert hier? Aus, an. Okay. Ich erinnere mich daran, man liegt irgendwo in dem Container. Musste da ja wieder raus. Ich glaube, irgendwo war er hier doch, ne? Ah, da ist er. Ja, und dann denke ich doch mal, dass er dann einfach mal nach vorne gehen sollte. Es sei denn, wir gucken uns die gehighlighteten Sachen mal an. Ganz kurz. Was sagt er uns denn da? Kisten. Da lasse ich meinen Mund nicht dran. Okay, also lecken ist nicht. Vielleicht nein, vorn? Er kann seine Kisten selber platt machen. Und? Nein, er kann seine Kisten selber platt machen. Ich nehme mal an, dass es hier so ähnlich ist. Dass er da auch nicht mit der Zunge dran lecken will. Da lasse ich meinen Mund nicht dran. Okay, geht Doppelklick schneller. Ja, geht. Geschlossen. Dann müsste ich doch mit dem Motorrad hinter meiner Gang, glaube ich, herfahren. Irgend so ein Witzbold hat mir die Schlüssel geklaut. Das mag ich gar nicht. Hab die Tür repariert. Hat geklemmt. Hör zu, ich will keinen Ärger. Halt mich einfach raus aus dieser Scheiße. Weißt du, was deiner Nase besser stehen würde? Was? Die Bar. Also hör auf, mich zu verscheißern. In Ordnung, in Ordnung. Ich hab deine Schlüssel, aber ich weiß von nichts. Sie hatten Pistolen. Sie sagten, ich soll dich so lange wie möglich aufhalten. Warum? Ich weiß nicht, ich weiß es nicht. Ich hab gehört, wie sie irgendwas von einem Hinterhalt erzählten, oben an der Straße. Was noch? Nichts, wirklich gar nichts. Hör zu, Mann. Hier sind deine Schlüssel, alles klar? Irgendjemand hat was davon erzählt, dich umzubringen. Und dass es so aussehen soll wie ein Unfall. Da waren sie nicht so erfolgreich. Aber warum wollen sie die Polecats in einen Hinterhalt locken? Ich mach mich besser auf den Weg. Umbringen? Kann ich in diesem Spiel eigentlich sterben? Ich weiß es nicht mehr. Tolle Sache. Vielleicht speichere ich einfach mal. Nehmen wir das. Oh, 3% geschafft. Alles gut. Dann gucken wir mal, ob ich hier tatsächlich sterben kann. Ich weiß es nicht. Kann mich daran nicht erinnern. So. Jetzt müsste er das doch eigentlich von selbst benutzen, ne? Ich
meine, dass so eine Fahrsequenz kam. Wo man irgendwie kämpft oder sowas. Wenn ich auf der Straße bin, bin ich unverwundbar. Niemand kann mich aufhalten. Aber sie versuchen es. Bist du nicht der Nummer 1 Polecat Obermacker? Ja, du bist mir im Weg. Gewöhn dich dran, Mann, wenn die Rottweilers auf der Straße sind, gehört sie ihnen. Hey, das meine ich ernst. Jemand will die Polecats linken. Jemand will die Polecats linken? Das ist gruselig, ich verstehe im Spiel kaum was. Das reicht jetzt. Komm schon, Polecatschen! Runter mit dir! Bums, da haben wir ihn erwischt. Ich möchte Ihnen jetzt noch ein allerletztes Malcolm Corleys letzter Wunsch. Irgendwas von einem Hinterhalt oben an der Straße. Ich habe einen Plan. Die druckt mein Redakteur besser in Farbe. Ich sollte dir jetzt wohl besser Hilfe besorgen. Oh, hör auf zu nörgeln. Ich kenne hier jemand, der kriegt alles wieder hin. Was bist du? Ich bin Mechanikerin. Und so wie es aussieht, bin ich auch eine ziemlich gute Ärztin. Ich heiße Maureen. Ich heiße Ben. Warum hast du mir eins auf den Kopf gegeben, Maureen? Du hattest einen Unfall. Wood hat dich gefunden. Sie hat dich und dein Bike hierher gebracht. Mein Bike? Was hast du mit meinem Bike gemacht? Ich hab's von den Toten zurückgeholt. Genau wie dich. Ungefähr das Gleiche, was ich auch mit dir gemacht habe. Ich brauche allerdings ein bisschen Hilfe, um fertig zu werden. Wer bist du? Maureen, erinnerst du dich? Wenn das zu schwierig ist, solltest du vielleicht bei Mo bleiben. Hast du auch einen Nachnamen? Ich benutze ihn lieber nicht. Und was ist mit dir? Dasselbe. Dann bleibt es wohl für immer bei Ben und Mo. Woher kannst du so gut mit Motorrädern umgehen? Ich bin damit aufgewachsen, mit meinem Vater daran zu arbeiten. Einen ganzen Sommer lang haben wir nichts anderes getan, als diese alte Hardtail wieder in Schuss zu bringen. Wir haben jeden einzelnen Bolzen geschrubbt, bis alles glänzte. Aber eines Tages ist er abgehauen und nie wiedergekommen. Also bin ich zu Toastern gewechselt. Wohnst du in der Stadt? Naja, Melonweed hat nicht viel von einer Stadt. Was übrig ist, sinkt ungefähr einen halben Meter pro Jahr. Die Leute passen sich entweder an oder sie hauen ab. Ich finde das in Ordnung. Kein Gesellschaftstyp? Ich komme mit Toastern besser zurecht, das ist alles. Ist das eine autorisierte Corley-Werkstatt? Du könntest das hier eine autorisierte Corley-Werkstatt nennen, aber ohne den offiziellen Papierkram. Ah, ein unrechtmäßiges Corley-Unternehmen. Nenn es lieber ein abtrünniges Corley-Unternehmen. Du scheinst dich mehr für mich zu interessieren als für dein Motorrad.
Ich muss aus dieser Stadt raus, schnell. Probleme mit dem Gesetz? Nicht in diesem Bezirk. Warum dann die Eile? Meine Gang steckt in Schwierigkeiten. Die Polecats? Woher weißt du das? Steht hinten auf deiner Jacke. Sie sind auf dem Weg in eine Falle, darum muss ich sie erwischen. Dann bringen wir diesen bösen Jungen besser wieder auf die Straße, hm? Wie sieht's aus? Sieht besser aus als vorher, aber du musst mir etwas helfen. Die Vordergabel war Schrott, also musst du eine neue besorgen. Und irgendjemand hat mein Schweißgerät gestohlen. Kannst du dir das vorstellen? Ohne das kann ich nicht fertig werden. Und außerdem habe ich den Tank repariert, war gerissen. Aber du hast kein Benzin mehr und ich habe auch keins. Ich kann dich nicht bezahlen. Hey, diesmal ist es gratis. Ich habe schon ewig nichts mehr angefasst außer Toastern. Mal wieder so eine Maschine in die Finger zu kriegen, war mir ein Vergnügen. Nun, danke. Ja, ja, ist schon gut. Wo soll ich den ganzen Kram finden? Das kriegst du schon hin, starker Mann. Ach, ich glaube, ich frage die jetzt trotzdem weiter. Mal sehen. Wo bekomme ich eine neue Gabel her? Naja, es muss keine neue Gabel sein. Einfach nur nicht in winzige Teile zerbrochen. Du könntest erst mal bei Todd fragen, im Wohnwagen auf der anderen Straßenseite. Ihm gehört der Schrottplatz. Wie soll ich dein Schweißgerät finden? Keine Ahnung. Stell eine Falle auf. Ich kann immer noch nicht glauben, dass jemand mein Schweißgerät gestohlen hat. Wer in der Gegend würde sowas machen? Ja, super. Stell ich mir gerade klasse vor. Eine Falle extra nur für Diebe, die Schweißgeräte klauen. Wo ist das Benzin? Nun, da ist ein ganzer Turm voll davon, am Rand der Stadt. Ich habe dieses verrückte, irrationale Gefühl, es könnte sich lohnen, da vorbeizuschauen. Ich schätze, damit komme ich klar. Gut. Na dann, viel kann es nicht mehr geben. Also, was wir hier haben, ist erstmal nur ein Einrad. Wir brauchen eine neue Gabel, ein Schweißgerät und Benzin. Okay, das haben wir. Na, ich lass dich wieder an die Arbeit. Sag mir Bescheid, wenn du was gegen Kopfschmerzen brauchst oder so. So, dann nutze ich mal jetzt diese Shift-Taste, wenn es das schon gibt. Aha, was haben wir hier? Oh Gott, ein Foto. Wer ist das? Oh, das bin ich und mein Onkel Pete. Er hat sich auf dieser Nerzfarm um mich gekümmert, nachdem Dad abgehauen war. Als er starb, habe ich sie geerbt. Du hast eine Nerzfarm? Naja, das Teil war schon lange bevor Onkel Pete starb am Ende. Aber ich gehe immer noch hin, wenn ich mal eine Weile Ruhe brauche. Benzinkanister. Benzin muss ich besorgen. Ab in den Kanister, ab in den Tank oder so, ne? Den nehme ich mal mit. Was hatten wir denn noch? Da war da noch was da. Ein Schlauch. Wer jetzt Böses denkt. Am Schlauch saugen, rinn in den Kanister, oder? So. Das andere war das Motorrad. Das gucke ich mir jetzt, glaube ich, nicht nochmal an. Das macht auch wenig Sinn. Dann mache ich mich mal auf den Weg, die Sachen zu besorgen. Aha, hier geht's raus. Oh, gut. Du bist noch nicht tot. Dann habe ich was bei dir gut. Ich habe gehört, du hast mir das Leben gerettet. Ja, aber keine Sorge. War nicht meine Absicht. Ich war nur auf der Suche nach ein paar netten Katastrophenfotos. Ja, vielen Dank. Soll ich mich noch irgendwo runterstürzen, damit du noch mal ein paar Fotos machen kannst? Wen interessiert ein Bild, auf dem ich verblute? Ja, das möchte ich gerne auch mal wissen. Wen interessiert ein Bild, auf dem ich verblute? Es geht nicht ums Blut. Es geht um die Art, wie du verknotet warst. Du hast ausgesehen wie eine Brezel. Ich muss einen Hinterhalt verhindern. Hinterhalt? Wirklich? Wo? Irgendwo zwischen hier und Corville. Meine Gang begleitet ein paar VIPs zur Corley Motors Aktionärsversammlung. Und an der Straße wartet irgendwo ein Hinterhalt auf sie. Ich... Ja? Das ist nicht leicht für mich. Ich brauche... Komm schon, Mann.
Spuck's aus. Kannst du mich nachher im Auto mitnehmen? Ich muss diesen Hinterhalt vereiteln. Du hast recht. Wir müssen zu diesem Hinterhalt, in Ordnung. Aber ich fürchte, ich bin zurzeit nicht motorisiert. Wie sind wir dann hierher gekommen? Per Anhalter. Tja, dann gehe ich wohl besser. In Ordnung. Und fahr vorsichtiger. So, dann muss ich jetzt mal gucken. Ich meine, die gute Mo hat uns den Tipp gegeben, dass wir irgendwie bei Todd vorbeisehen sollen. Wo geht's denn hier raus? Wahrscheinlich linke Seite. In Richtung Stadt. Ich klicke das jetzt mal und schauen wir mal. Aha, sie ist nicht motorisiert. Alles super. Danke fürs Mitnehmen. Jetzt habe ich was bei dir gut. Okay. Ich weiß jetzt aber, ja, kann man sich anzeigen lassen, was ist? Nee, das funktioniert nicht. Ich nehme mal an, dass das hier Todds Wohnwagen ist, von dem die Rede war. Da hinten wahrscheinlich der Turm, irgendwie mit dem Benzin oder hier vorne. Mal gucken, nach unserer Werkstatt. Ich beende diese Folge an dieser Stelle, werde mich dann in der nächsten zu Todd begeben. Und dann wollen wir mal gucken oder so, ob wir da dann schon als erstes irgendwie unser Schweißgerät bekommen. Also, bis zum nächsten Mal. Und, naja. Tschüssi.